Seit 2008 produziert sie Tausende von Tonnen Stahl. Nord Stream ist eines der ehrgeizigsten europäischen Strukturprojekte. Für Gazprom hat die Pipeline enorme Vorteile. Der Konzern könnte so lästige Transitländer wie etwa die Ukraine umgehen, die ständig an der Gebührenschraube drehen. Unter den Krisenerscheinungen ist unser Projekt nicht gefährdet in dieser Dimension. Und wenn ich das mal auch sagen kann, 7,4 Milliarden bedeutet 7,4 Milliarden Auftragsvolumen für europäische Unternehmen. Das ist auch eine Art Konjunkturprogramm. Diese Rohre, die auf dem Grund der Ostsee liegen werden, sollen sibirisches Gas direkt durch den finnischen Meerbusen zum Greifswalder Bodden und dort weiter nach Westeuropa transportieren. Die Unterwasserstrecke zieht sich über 1000 Kilometer. Das Projekt hat nur einen entscheidenden Nachteil. Die Genehmigung steht noch aus. Etliche Anrainer machen Front gegen das Vorhaben. Manche Länder, wie Polen oder die baltischen Staaten, haben noch politische Rechnungen mit der ehemaligen Sowjetunion offen. Andere haben schlicht Angst, von dem Kuchen nichts abzubekommen. So ist nicht ausgeschlossen, dass das Projekt scheitern könnte. Doch der Dauerkonflikt mit der Ukraine hat die Chance für die direkte Verbindung wachsen lassen. Woche für Woche rollen also beladene Züge auf die Ostseeinsel Rügen. 55.000 Rohre werden in Zwischenlagern erstmal gestapelt, bis sie verlegt werden. Falls die Pipeline aber doch nicht gebaut wird, erklärt Wladimir Putin schon mal, was auf Westeuropa zukommt. Jetzt beantworte ich Ihre Frage, was geschehen würde, wenn dieses Vorhaben nicht realisiert wird. Natürlich wird es Gas in Europa geben, aber es wird weniger sein und es wird teurer. Dass es doch noch klappt, dafür soll der Mann sorgen, der mit Feldherrenblick schon einmal die Stelle betrachtet, wo das Gas auf deutschem Boden anlanden wird. Gerhard Schröder wird nach seinem politischen Abgang als Bundeskanzler ein paar Monate später Aufsichtsratsvorsitzender jener Firma Nord Stream, deren Gründung er zusammen mit dem russischen Präsidenten angeschoben hatte. Das will ich heute testen. Herr Schröder, eine realistische Vision oder das ist Kiechensdorf? Das ist eine realistische Vision, das ist gar keine Frage. Und nicht nur eine Vision, das ist ein festes Vorhaben. Erst als im Dezember, also lange nach der erfolgten Wahl von Frau Merkel, der russische Präsident mich selber gefragt hat, dachte ich, das kannst du nicht ablehnen. Wenn der russische Präsident dich bittet, das zu machen und dann abzulehnen, hielt ich für unangemessen. Entspricht auch nicht meiner Beziehung zu ihm. Zumindest sichert diese Beziehung Schröder einen Nebenverdienst von 250.000 Euro im Jahr, zusätzlich zur Kanzlerrente. Und schließlich geht es um einen Auftrag von nationaler Bedeutung, sagt der neue Mitarbeiter in der Gazprom-Zentrale. Ich